Was geht ab, Leute? Und damit erstmal herzlich willkommen zum zweiten Viertelfinalspiel in unserem 2 vs. 2 Community Cup. Heute spielen Team Big gegen Team Flying Dongers. Der Gewinner zieht, wie gesagt, ein ins Halbfinale. Der Verlierer hat es immer ein bisschen geschafft. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele heute. Ich hoffe, es wird spannend. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen wird. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal. Schön gemacht auf jeden Fall schon mal. Alles klar. Gut, also ich habe ein paar Themen anzusprechen, ein paar Dinger, wo unterm letzten Turniervideo, eher gesagt unterm ersten, weil es ja das erste war, ein paar Leute nachgefragt haben. Und ich versuche mich nebenbei aufs Spiel zu konzentrieren, ich versuche das alles zu beantworten. Auf jeden Fall haben, um das erstmal damit anzufangen, ein paar Leute gefragt, wie kann man mitmachen. Also hier kann man nicht mehr mitmachen, denn das Turnier ist ja schon im Viertelfinale, deswegen kann man natürlich nicht mehr beitreten. Denke mal, das ist logisch, haben vielleicht nur ein, zwei Leute nicht darauf geachtet, dass es schon das Viertelfinale ist. Auf jeden Fall sieht das schon mal hier wirklich sehr ausgewogen aus bis jetzt. Bis jetzt spielen wirklich beide Teams gut. Aber bis jetzt zeigt auch keiner wirklich... Ah, schade. Keiner wirklich eine Schwäche. Bin mal gespannt, wer das hier gewinnen wird. Und da kommen wir... Schön. Schön. Das ist wirklich das Problem, wenn keiner am Tor ist. Aber ist ja auch noch alles offen. Also kommen wir dazu, wie kann man mitmachen? Ich will das jetzt mal beantworten für alle, die natürlich neu dabei sind, die es nicht wissen. Wir machen alle 2 Monate, sage ich jetzt mal ungefähr, machen wir immer einen Cup mit der ganzen Community, wo jeder, der sich anmeldet und der es auch schafft, einen Platz zu kriegen, weil sich natürlich sehr viele anmelden. Ja, wie gesagt, also da kann jeder mitmachen, man muss es halt nur schaffen, reinzukommen. Geht der rein? Nein, er hat ihn. Deswegen, der geht aber rein. Nice, läuft. Ich würde sagen, Team Flying Dongers hat schon mal einen guten Fortschritt. Gucken wir mal, ob sie es auch halten können. Also, wie gesagt, anmelden kann sich jeder, das geht ganz einfach. Und zwar, wenn wir ein neues Turnier starten, laden wir erst immer ein Infovideo hoch. Was ist es für ein Turnier? Was wird gespielt? Was sind die Regeln? Was muss man machen? Und so weiter und so fort. Da, unter diesem Video, könnt ihr dann ganz einfach schreiben, wenn wir zum Beispiel im Video sagen, wollt ihr mit dabei sein, schreibt Hashtag dabei und euren Teamnamen. Schreibt ihr zum Beispiel Hashtag dabei, euren Teamnamen und dann seid ihr schon mal in der Anmeldung mit drin. Wenn wir sagen, es können zum Beispiel 20 Teams sein, losen wir einfach immer per Zufallsgenerator die Teams aus, damit wirklich jeder die gleiche Chance hat, mit dabei zu sein. Und wenn ihr dann im nächsten Video, wo wir das Turnier starten und auch die Teams, nice, die Teams ja, zeigen, die mit dabei sind, wenn ihr dann mit dabei seid, seid ihr offiziell im Turnier. Und so einfach ist das an sich. Das werden wir natürlich mit den Videos, wo wir die Turniere mit ankündigen, alles nochmal erklären. Von daher, schönes Teamspiel. Müsst ihr euch da jetzt nicht drauf konzentrieren. Ich denke mal, dass wir dieses Turnier, wie gesagt, noch vor Weihnachten beenden können. Will ich zumindest hoffen. Aber ich denke mal, das kriegen wir zeitlich gut hin. Denn wir haben jetzt Anfang Dezember. Zweites Spiel im Viertelfinale. 2 Spiele fehlen noch. Ich denke mal, die kriegen wir diese Woche auch noch hin oder Anfang nächster Woche. Dann haben wir das Halbfinale, es sind nur noch 2 Spiele. Oh shit. Oh shit. Den hätte er sogar noch reinmachen können. Ich wollte gerade sagen, da steht keiner im Tor. Aber er stand da noch. Das ist echt ein spannendes Spiel diesmal. Ich finde ja wirklich immer den schlimmsten Fehler, den man machen kann, ist, wenn man in Doubles wirklich zu nah an seinem Mate steht. Ich sehe das wirklich so oft und habe das anfangs auch wirklich so oft falsch gemacht, dass man sich zu nah an sein Mate stellt. Denn ich finde, am einfachsten ist es immer zu erklären, wenn man sagt, denkt doch einfach nach, es ist Fußball. Wenn man Fußball guckt, welches Spiel auch immer, stehen die 11 Jungs ja auch nicht alle an einer Stelle. Genauso muss man das hier auch einfach sehen. Ich meine, gut, Anfänger wissen das natürlich nicht, die lernen das Spiel erstmal kennen und so weiter. Aber das denkt man irgendwie anfangs gar nicht, weil man denkt, ja okay, Spiel mit Autos und so weiter, habe ich zumindest so gedacht. Schön gemacht. Da kam ja leider nicht mehr dran. Deswegen, wenn man wirklich 2 vs 2 spielt oder allgemein, sollte man gucken, dass man seinen Mates auch mal Platz lässt und sie spielen lässt, wenn sie am Ball sind. Ich meine jetzt gar nicht das Spiel hier. Ich meine jetzt einfach nur allgemein.
weil man das wirklich sehr oft sieht. Das kennt ihr bestimmt auch selber. Ich meine, wenn man das als Gegner hat, wenn man Gegner hat, die nur aneinander kleben, kann man das natürlich schön ausnutzen. Bin mal gespannt, ob Team Big das noch aufholen kann. 3 Tore, 40 Minuten. 40 Minuten, ja! Genau, 40 Minuten, Leute! Längste Halbzeit der Welt. Ich bin raus, ich bin weg. Nee, es reicht. Wieder so ein Knaller rausgerissen. Oh, hat er den? Gut, da haben wir schon mal den ersten. Also wie gesagt, 40 Minuten Team Big. Ihr könnt das locker schaffen. Was laber ich? 40 Minuten, Leute. Kommt mit dem nächsten Update. Fuck. Ja. Wo wir schon dabei waren. Das wird im nächsten Update sein. 40 Minuten Spiele, nein Spaß. Nicht, dass das jetzt einer glaubt. Das war natürlich nur einfach ein epischer Sprachfehler. Ich habe übrigens gesehen. Moment, ja, ich dachte, das wird jetzt hier vielleicht knapp. Ich habe übrigens gesehen, also haben wir gemerkt, dass wir fast die 5000 Abos haben. Und das ist einfach, das ist, wenn das wirklich so kommt. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, den hat er locker. Naja, kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall, das erste Spiel geht schon mal an Flying Doggers. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel schon mal. Gut gespielt an beide Teams, dann gucken wir mal, was Team Big noch machen kann. Wenn Flying Doggers das nächste gewinnt, sind sie locker im Halbfinale. Dann würde ich sagen, schneiden wir die Ladezeiten raus. Bis gleich. So, zweites Spiel. Wieso sind die jetzt hier oben schwarz? Alles klar. Keine Ahnung. Gut, legen wir los. Ich bin hier sehr gespannt, was Team Big jetzt noch machen kann. Ich meine, es ist noch wirklich alles offen. Aber wenn sie jetzt nicht aufpassen, wird Flying Doggers das wieder gewinnen. Und damit wäre Team Big raus, was natürlich sehr schade wäre. Ich meine, ich bin hier unparteiisch. Aber man will natürlich, dass wirklich beide Teams alles geben, dass es ein spannendes Spiel wird, wie es bis jetzt auch war. Oh, oh, schöner Weitschuss. Hat er den? Ja, der ist drin, oder? Schön. Gut, da hat Team Big schon mal gepunktet. Auf jeden Fall, was ich im ersten Spiel angesprochen hatte. Wir haben fast die 5000 Abos, Leute. Das ist echt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist echt richtig heftig. Also mir fehlen die Worte dafür. Da haben wir nie mit gerechnet. Und wenn wir das dieses Jahr wirklich noch schaffen sollten, wäre das das beste Weihnachtsgeschenk, was man uns wirklich machen kann. Da ist dann nur eine Frage offen. Was wollt ihr für ein Special? Ich frage das bewusst jetzt schon, weil wenn es dann soweit ist, möchten wir das natürlich auch gerne raushauen, hochladen und uns damit bedanken. Deswegen, was möchtet ihr haben? Wir hätten als 3000 Abo Special eine Montage, als 2000 auch. Als 4000 haben wir ein FAQ gemacht. Dürft ihr uns Fragen stellen, was ihr wissen wollt, wenn das beantwortet. Und als 5000 Abo Special ist natürlich dann so eine Frage, wollt ihr nochmal eine Montage, wo uns die Community Tore einschickt, wir schneiden das wieder alles zusammen oder suchen uns einen, der das macht. Oder was wollt ihr da haben? Schreibt einfach gerne in die Kommentare, ich konzentriere mich hier nebenbei aufs Spiel. Nicht, dass hier irgendwie spannende Momente, Torschuss, was weiß ich, und ich laber einfach drüber, das wäre natürlich schade. Deswegen gucke ich immer, ob ich jetzt reden kann oder nicht. Ich hatte ja letztes Mal gefragt, wie wollt ihr das haben? Und viele haben geschrieben, laber einfach. Ein paar haben geschrieben, konzentriere dich aufs Spiel. Deswegen werde ich so ein Mittelding daraus machen, dass einfach alle das kriegen, was sie wollen. Wie gesagt, falls ihr Ideen habt für ein 5000 Abo Special, haut es einfach mal gerne in die Kommentare. Wäre ich sehr dankbar für. Wir könnten wieder eine Community-Montage machen, wo ihr uns dann eure Tore einschicken könnt. Wir könnten irgendwas anderes machen. Lasst einfach mal gerne eure Meinung da. Die Frage ist natürlich, habt ihr auch überhaupt Lust auf noch eine Montage? Weil bis jetzt kamen die immer richtig gut an. Ihr habt doch echt geile Tore reingeschickt. Und der ist locker drin. Der ist locker drin, der hat ihn outplayed. Da ist er aber auch, ja, da ist er noch gerade so oben drüber gekommen. Auf jeden Fall haben sie 1-1, was bedeutet, sie haben wirklich lange kein Tor reingelassen. Beide, ja,
Genau, genau. Ich sag's auch gerade noch. Da ist schon das 2-1. Das wird verdammt hart. Aber in 2 Minuten 23, ich meine, vorhin waren es ja 40 Minuten, Leute. In 2 Minuten 23 kann man immer noch alles wenden und drehen, wie man es will. Von daher sind wir mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wer es ins Finale schafft. Und vor allen Dingen, wie das Finale wird. Also, ich hoffe natürlich, dass es ein richtig krasses Finale wird. Aber so viel wollen wir da natürlich noch nicht drüber nachdenken und reden, denn wir wissen ja noch gar nicht, welche Teams es überhaupt dahin schaffen. Wenn es dann... ja, schade, ich dachte, er kommt oben nochmal dran. Das wäre es natürlich gewesen. Wenn es dann soweit ist, gucken wir weiter. Schade. Hat er den wieder? Oh, der war knapp, der war knapp. Also ich muss sagen, sie geben im Moment wirklich alles. Keiner will dem anderen irgendwie einen Fehler geben, natürlich. Keiner will dem anderen irgendwie eine Möglichkeit geben. Weiß, wo man wirklich sagen kann, da komme ich gleich vorbei. Dann mache ich gleich ein Tor. Das könnte es aber sein. Ja. 3-1. Eine Minute noch. Ich glaube, das wird jetzt wirklich sehr schwer aufzuholen. Vielleicht kommen wir noch in die Nachspielzeit. Gucken wir mal, was möglich ist. Aber ich finde es wirklich schön, das muss ich nochmal ansprechen an dieser Stelle, dass es faire Spiele sind, faire Spieler. Keiner beleidigt irgendwie, keiner benimmt sich jetzt, wie man es halt nicht haben möchte. Also wirklich faire Leute. Oh, knapp. Deswegen auf jeden Fall nochmal Kompliment. Also es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass die Leute so fair... Ja, schön gemacht, guter Pass. Dass die Leute so fair miteinander umgehen. Man sogar hier guter Schuss schreibt. Ich meine, es gibt immer viele Spieler, die nur rumflamen, die nur beleidigen. Die richtig salty sind. Oh, ich muss X drücken. Und das ist in dieser Community wirklich was, wo ich sagen kann... Wir haben echt nette Leute, die einem hier und da helfen, die gut drauf sind, einfach geile Typen. Deswegen nochmal großes Lob an die Community. Echt schön, solche Leute zu haben, wie euch. Schade, jetzt hätte... Oh, shit. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein klarer Sieg für Team Flying Dongers. Der hätte noch reingehen können, aber das hätte auch nicht mehr viel geändert. Und damit würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Team Flying Dongers. Ihr seid im Halbfinale. Wirklich gut gespielt an Team Big. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Lasst, wie gesagt, gerne eure Meinung da. Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf mehr Turnierspiele habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.